Nico Nuevo hat was Neues. Eigentlich müssen wir uns dem Bruder geben, ja. Dadurch, dass er so geschunden war durch die echt ziemlich in die Hose gegangenen Support-Versuche von Leon Lovelock. Der arme Bruder, der hat gelitten letztes Jahr. Ja? Er ist jetzt zum absoluten Meme verkommen, ohne dass er selber da was für beigetragen hat, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Diese ständigen Feature-Anfragen. Alex 94 schreibt, Feature mit Nico Nuevo vorstellbar. Ja? Ach, Bro, Alter. Ne? Das war ein bisschen cringy, aber da konnte der Bruder ja eigentlich nichts dafür, ey. Vielleicht ist es ja nice, ja? Also, hier, los rein hier. So, wer hat das jetzt hier vorgeschlagen? Gleich Timeout. Also, warum featuret man jemanden, der genauso klingt wie man selbst? Würde ich jetzt hier kein Video sehen und würde er jetzt hier nicht dastehen, würde ich denken, das ist ein Nico Nuevo Solo-Track. Nice, 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 nice. Finde ich auch geil, dass mal ein Interpret hier darüber rappt, auf Autotune natürlich, dass er vor seinem Baby mit dem Benzer flext. Holt mich ab, von vorne bis hinten überzeugt direkt. Allein schon durch diese geisteskranke, starke Line. Also das ist leider ein bisschen spät für die Hip-Hop.de Awards, ja, aber sonst wäre es safe dabei gewesen. Wenn Leute Autotune benutzen, heißt ja nicht immer, dass sie Autotune brauchen. Das ist ja bei Manuelsen zum Beispiel auch so, ne? Er hat ja hier seit MB4, war das, glaube ich, war das mit Halbmond im iPhone, benutzt er ja auch sehr, sehr viel Autotune, obwohl er das eigentlich gar nicht nötig hat. Das ist halt manchmal einfach nur ein Stilmittel, was Leute feiern, ja. Lass dich nicht mehr allein, girl, you make me better. Du bist sexy wie Miami, I'm a ghetto wie New York. Du bist sexy wie Miami, aber Ghetto wie New York. Also, es sind Momente wie dieser, an denen ich mich sehr ärgere, kein Bier im Haus zu haben. Fucking Christ, Alter. Bin dein Arsch, du meine Left Eye. We be knocking them boots like H down. Real talk is up face down. Chris, danke für den Dollar. Das war ein krasser Kommentar, ne? Deutsche R&B-Künstler jammern, dass sie keinen Erfolg haben, aber da bringen sie solche Songs raus, ja. Ist auch eigentlich schwer herauszufinden, dass der gute Nico Nuevo und, wie spricht man ihn aus? Xai? Ist es schwer herauszufinden, dass die beiden Brüder hier deutsche R&B-Künstler sind, denn der Song besteht zu 95% aus englischen Wörtern, ne? Einfach schön, der Song. Einfach schön. Ist es kreativ, dass sie hier möglichst viele US-Interpreten und US-R&B-Songtitel in die Lyrics mit reinpacken? Talk mit mir, ooh baby, oh yeah, du bist mein Baby Girl, so sexy wie Miami und so ghetto wie New York, ooh yeah. Confessions Part 2. Wow, Confessions Part 2, Alter. Warum nicht Confessions Part 2? Entscheid dich doch mal für eine Sprache, Bruder. Und das soll R&B sein? Nee, das ist deutscher R&B. Ja? Also hat was, ne? Ich finde ja, deutscher R&B stellt wirklich Ami-R&B schon seit Jahren in den Schatten. Das hat er nicht gesagt. Baby, ich geh runter wie die Navy. Was? Kiss My Snake, danke für 2 Dollar. Bin das erste Mal hier, höre diesen Song und will nie wiederkommen. Ich bin dein Mann, du meine Lady. Alter, was ist das für ein Kinderliedtext, Alter? Das ist Schund. Das ist wirklich Schmutz. Jetzt Real Talk. Das kann man nicht mal schönreden. Baby. Ich gehe unter wie die Navy. Baby, du bist meine Lady. Meine Beyoncé, ich dein Jay-Z. Jay-Z. Und jetzt haut er nochmal hinterher. Meine Beyoncé, ich dein Jay-Z. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist der schlechteste Text des Jahres, meine Freunde. Keiner weiß, du bist mein Baby. Ich da unter wie die Navy. Also, Bruder, ganz ehrlich. Dann wundern sich diese Dudes hier. Wie gesagt, Nico Nuevo kann ja privat halt auch
ganz cooler Dude sein, ja. Aber da wundert er sich, dass er keinen Erfolg hat. Wer will denn sowas hören? Wenn er hier singt, Baby, ich gehe unter wie die Navy. Du bist meine Lady, du bist meine Beyoncé, ich dein Jay-Z. Wer gibt sich das und denkt sich, ja Mann, genau. Jay-Z, yeah, yeah. Shay heißt er übrigens. Nicht Xay oder Xay. Er ist Shay, meine Freunde. Ja, für alle, die sich nach dieser wirklich ehrfürchtigen Performance vom guten Shay mal auf die sozialen Medien begeben wollen und dem Bruder jetzt ab jetzt hier folgen wollen. Ja, der Bruder wird Shay ausgesprochen. Blaze, danke für 100. Man muss schon sagen, Grupp Teckern hat den Trend gesetzt. Ja. Aber das Lustige ist, Grupp Teckern, die haben sich nicht so cool gefühlt wie das hier. Ja. Die Jungs performen ja hier im Video, als ob sie hier den R&B Gänsehaut-Track des Jahres gedroppt haben. Der Song ist halt Lolo, ja. Der Song wird seinen Namen auf jeden Fall sehr gerecht, meine Freunde, ja. Ja, jetzt muss ich mir was Gutes geben hier, ja. Machen wir mal hier meinen Lieblings-Rapper Ali471. Tränen, das klingt gut. Das klingt gut. Yeah. So, Ali471 mit Tränen. Ali471 hat uns vor wenigen Wochen verkündet, dass er da ist. Wie lange ist das eigentlich schon her? Ja, wie lange bin ich denn schon auf Ali471-Entzug, meine Freunde? Ach nee, da gab es ja noch dann dieses bunte Video, ne? Dieses hier in meinem Kopf vor 2 Monaten und ich bin da, kam auch vor 2 Monaten. So lange ist es gar nicht her, ja? Das Schöne ist, Young Mesh hat damals den für mich auch schon zeitlosen Klassiker Ich bin da produziert und er ist jetzt wieder am Start hier zusammen mit Kyrie. Wird der inoffizielle Nachfolger Tränen produced? Sie wollen kriegen, der Feind ist am Liegen, doch ich trete nicht drauf. Ah. Schön auch wieder 2 Minuten 33. Nice, Alter. Schade um den Beat. Der Beat ist cool, oder? Sind wir mal ganz ehrlich, der Beat ballert eigentlich. Ein guter Rapper hätte darauf wirklich was Solides fabrizieren können. Mama's Tränen. Das klingt wirklich, also das tut echt weh im Ohr. Es ist wirklich unangenehm zu hören, ja. Das ist das, was ich jetzt bei Alex zum Beispiel gesagt habe. Das war jetzt kein Song, der mich jetzt so abgeholt hat. Fand ich relativ langweilig, aber das war nicht unangenehm zu hören. Aber wie Ali471 sein nicht vorhandenes Gesangstalent mit Autotune auf Regler 11 von 10 kompensieren möchte und es damit einfach noch schlimmer macht, das ist wirklich fast unerreicht. Ja, also da auf jeden Fall, ja. Shoutout für so dieses Alleinstellungsmerkmal. Schön. 1700 Zuschauer. Junge, Junge, Junge. Ja, der Ali471, der bringt die Massen rein hier. Der bringt die Massen rein. Ihr merkt es doch schon, ja. Darth Murder, Dankeschön für 100. Da freut man sich mal wieder mit seinem Fave-Streamer abzuhängen zu cooler Musik und dann packt er seine dämonische Ader raus. Quält uns mit ekligem Zeug und ich muss wieder zur Flasche greifen. Ja, Digi, ne? Das hilft alles nichts, aber du hast wenigstens eine zu Hause, Digga. Na, ich muss mir das komplett nüchtern geben. Wer ist hier der Angearschte? Ja, was bringen ihm die unfassbar vielen Likes? Charterfolge auf jeden Fall nicht. Ein Ohr weint, das andere lacht, auf jeden Fall, Digga. Gibt's wirklich Leute, die denken, das sind angenehme Gesangsharmonien? Klingt das für manche Leute gut im Ohr? Na gut, es ist halt auch Musik für ganz kleine Kinder. Das darf man auch nicht vergessen, ja. Ich glaube nicht, dass der Ali471 einen volljährigen Fan hat, ja. Bist doch selbst nicht volljährig. Genau, deswegen kann ich mich hier als Ali471-Fan bezeichnen. So, meine Freunde, kommen wir endlich mal zu guter Musik, ja. Und zwar, wir haben alle drauf gewartet. Jetzt ist er endlich zurück. Kalash44 ist zurück mit seinem neuen Hit Handschuhfach. Aber er kauft wenigstens keine Likes. 3 Minuten und 1 Sekunde. Wird schon das nächste Album angekündigt? Nee. Album Bundle gibt's da. Warte mal, lass mal gucken hier, was hier das Album Bundle ist. Oh, was ist das, Alter? Kommt direkt Virusalarm, Alter. Ey, Kalash, was ist denn das für eine. Was ist das für eine Seite, Alter? Was ist denn das? Can't provide a secure connection, Alter. Kalash, Alter. Ist das irgendwie so eine Spamware-Falle? Dein Album existiert wohl gar nicht, oder was? Endlich mal ein Gitarrensample.
Die Jacke hält mich warm. Burberry, zünd die Zigarette. Die Jacke hält mich warm und logischerweise, was muss darauf folgen? Burberry. Da muss natürlich direkt das Markendropping Dropping am Start sein, ja. Der ist so eine normale No-Name-Jacke. Da trägt der Kalosch nicht, ja. Nach seinen Millionen, die er mit seinem dreckig reden, sauber flown Album eingenommen hat, hat er sowas nicht mehr nötig, meine Freunde. Ja, die Jacke hält ihn halt auch nur warm, weil sie von Burberry ist. Ja, habt ihr schon mal eine Jacke angezogen, die nicht von Burberry ist? Da frierst du dir den Arsch ab drinne. Ich bin rausgegangen, sie kommen nicht zu sehen, wie viele Lila Bats nicht sehen. 100k im Handschuhfach. Teufel. Ich hab überlegt, es gab für mich drei Optionen, was im Handschuhfach ist. Schnee, die Schafe oder Dineros. Es sind die 100k, meine Freunde. Es wäre zäh gewesen, ja. Ari, danke für 100, da fehlt nur noch Ibo, dann haben sich alle Legenden für heute versammelt, Alter. Ja, Alter. Also, für mich jetzt mal eine ernst gemeinte Frage, Leute. Es gibt anscheinend einige Leute, die sowas hören. Aber gibt es denn wirklich Leute, die unironisch so einem Song hier entgegenfiebern? Also gibt es da Leute, die sich Donnerstagnachmittag hinsetzen und sich so denken, oh, nur noch 6 Stunden, dann erscheint endlich Handschuhfach von Kalash 44. Also sorry, aber da verliere ich den Glauben an die Menschheit. Ja, du. Stimmt, ja. Um es euch zu zeigen, ja. Um es mit euch zu teilen, natürlich, ja. Ganz egal. Natürlich fliegt er noch nach Bogota, Alter. Ich küsse doch dein Herz, Kalash 44, ja. Nach Bogota, ne. Ich hoffe, einige von euch kennen mein Video über die aktuelle Deutschrap-Szene, wo wir 6 Kriterien aufgezählt haben, die natürlich immer dabei sein müssen. Ganz beliebt, ganz populär ist natürlich in vielen Songs von Capital Bra, Samra und Konsorten, Bogota und Kalash 44 die Wish-Version der Wish-Version eines aktuellen Deutschrappers. Fliegt natürlich auch nach Bogota, meine Freunde, ja. Für Kalash leider nur in der Holzklasse, aber irgendwann bestimmt auch mal Business. Nach neuen Namen drücken wie Benzema. Boarding in Amsterdam, Hut Kilos ab aus dem Land und Lande. La Vida Loca wie Ricky Martin. La Vida Loca wie Ricky Martin, ob er weiß, dass Ricky vom anderen Ufer ist. Ja, das ist ja sowieso immer so, dieses Homophobe in der Deutschrap-Szene ist immer ein bisschen lustig. Ist immer sehr, sehr homophobe Lyrics, aber im gleichen Atemzug wird diversen Marken von Designern Props gegeben, die ja alle vom anderen Ufer sind, ja. Ich habe da nichts dagegen, ja, aber so dieser Widerspruch in der ganzen Sache ist geisteskrank, Alter. Oh, ne, da kommen die Tränen und Mama kann es schon wieder nicht verstehen, ja. Es fehlt jetzt nur noch, dass die lila Scheine genommen werden und damit Mamas Tränen weggewischt werden. Dann wäre ich hier vollends zufrieden, meine Freunde. Rausgegangen, sie kommen, müssen sehen, wie viele lila Batzen ich sehe. Oh, da sind die lila Batzen. Ich krieg doch die Krise. Ey, Leute. Ich krieg doch die Krise. Das ist doch... Man kann es wirklich schon vorhersagen, Alter. Was ist da los? Und der Tritt in die Kamera, Alter. Das ist so ein fucking Witz, Alter. Das ist so ein fucking Witz, ey. Meine Güte. Blaupause für Shisha-Mucke, ja, Mann. Quotenherber, danke für den 100er. Jetzt weiß ich, wie sich die Insassen auf Guantanamo gefühlt haben, als sie mit Musik gefoltert wurden. Danke für die Erfahrung. Gern geschehen. Alter, da hat aber der Kalash hier den Nico Nuevo mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, Junge. 90% hat für 1 bis 2 gestimmt. Das hat man, glaube ich, noch nie, Alter. Kalash bricht weiterhin alle Rekorde, ja. Nach seinem Erfolgsalbum, dem Verkaufsschlager Dreckig Reden, Sauber Flown, hat er jetzt hier auch sich die persönliche Flop 1-Platzierung geholt. Nice, Alter. Kylon, was geht? Danke für die 245 Bits. Marvin ist in Wirklichkeit CIA Special Agent und wir sind sein Versuchsfeld, um neue Foltermethoden zu testen. Ja, Digga, ne? Also ich werde morgen, wenn ich dann wieder auf Arbeit gehe, ja, in den Zellentrakt, in DCs Katakomben, da wird erstmal fleißig Kalash Handschuhfach wird da gepumpt, Alter, ja? Da werden die mir aber alles erzählen, was ich wissen möchte.